Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Barber is Hugh. Und ja, oh Leute, ich habe gesündigt. Ich habe aus Versehen ein Level beendet. Und zwar, ich hatte einem Kumpel das Game gezeigt und dachte mir, hier, pass auf, da bin ich zum Beispiel gerade dran und ich zeig mal, was daran so schwer ist an dem Game. Und auf einmal habe ich es gelöst. Ich werde aber kurz zeigen, wie ich es gelöst habe. Das war tatsächlich relativ simpel. Und zwar schiebe ich einfach das da durch. Mache hier wieder Baba. Wie ging das? Ah ne, der Text muss weiter. Hier. So sein. Warte. Wie habe ich das gemacht? Warte. Genau, jetzt muss ich machen School is Pool. Ich möchte euch trotzdem zeigen, wie ich es gelöst habe, falls irgendwer das nachgucken möchte, weil er selber nicht weiterkommt. Aber irgendwie so habe ich es gelöst. Irgendwie so ähnlich, ja? Warte, ich krieg das noch hin. So. So. Jetzt. Muss ich wieder Texas Pool machen? Ups. Und jetzt muss ich tatsächlich noch den anderen Baba darüber kriegen. So. Oh nein, das war schlecht. So. Und jetzt können die beide hier runterstatzieren. Eine bringt sich um und... Ja, das war's. Wirklich simpel, finde ich. Da gibt's Schwereres hier. So, übrigens, wenn ich ein bisschen erkältet klinge... Leute, ging's mir gestern schlecht. Also richtig schlecht. Das war echt unglaublich. Und, also nicht wundern, wenn ich hier irgendwie so gefühlt am Sterben bin. So. Uff. Okay. Das kriegen wir hin. Uff. Stimmt, das hatte ich mir auch, glaube ich, sogar schon angeschaut, ein bisschen. Boah, ich habe so viel mir schon angeschaut, ne? Aber das war's dann auch. Ja, geschafft, easy. Geht es weiter da? Nö. Aber was man ja jetzt noch machen könnte. Wäre vielleicht. Die Wall nicht mehr zu Stop machen. So, zack. Und jetzt ist das Level nicht mehr You. Und jetzt kann ich halt aus dem Level irgendwas anderes machen. So, ist die Frage was? Ich könnte aus dem Level Wall machen oder ich könnte es zu Me machen. Das weiß ich halt gerade nicht. Zu mir weiß ich nicht. Level ist me. Ach, das sorgt dafür, dass ich das durchziehen kann. Okay, was ich dann machen wollte, mal, wenn ich das hinbekomme, dass ich Rock zu Grass mache. Ja? Und dann mache ich das Grass zu Level und jetzt würde ich wissen, ob da ein anderes Level rauskommt. Und es sieht so aus, als ob das nicht der Fall ist. Okay, Ghost is Move. KK is Push. Okay, School is Swap and Move and Down.
Ah, okay. Muss ich das irgendwie timen? Ich kann ja Kick is cool machen. Also wenn ich keke, also ich versuche gerade einfach den Skull quasi ein bisschen aufzuhalten. Ach, der geht doch auf jeden Fall immer down. Okay, das ändert auch einiges. Wenn ich irgendwie sowas mache? Lässt sich nicht wirklich aufhalten, ne? Das Blöde ist halt, der geht dann da unten. Ah, lol. Haha! Okay. Interessant. So, dann haben wir das schon mal. So, den Rock haben wir. Den Me haben wir. Aber was bringt es, Grass zu haben? Ah, okay, ich weiß warum. Und zwar, wenn ich jetzt Baba is Grass mache, dann kann ich vermutlich da durchgehen. Genau. Damit habe ich das abgeschlossen. What? Okay. Aber er ist noch nicht vorbei da, ne? Hier. Ich kann ja um das Level herumgehen. Baba is Grass. Zack. Also ich weiß, die Babas sind auf jeden Fall. Und die Flecke war noch zum Level machen. Priority Lane. Uff. Okay, schauen wir mal hier. Welt ist Shift. Kann ich hier nicht? Nö. Aber ich kann hier... Okay. Was muss ich machen? Flag is win, okay. Kick is move. Okay. Okay, das darf... So, Belt darf irgendwie erstmal nicht Shift sein. Welt ist Box? Nee.
Kugel ist Shift. Am liebsten halt. Warte. Ne, ich nochmal resette. Sorry. So. Jetzt sage ich Belt ist Push. Keine Ahnung. Was würde es mir bringen, Welt des Box zu machen? Ja, es geht nicht, okay. Welt des Box geht nicht, weil Belt bleibt, genau. Kann ich nicht? Kunde. Was kann ich was? Kann ich nichts überlappen? Okay. Also ich muss irgendwie was sagen, dass diese eine Belt nicht Shift ist. Oh wait. Was ist, wenn er Shift and Push ist? Kann ich da nicht einfach da rein? Nee. Also ich muss irgendwie. Ah, warte. Wenn ich sage, Belt ist Push gerade. Ich schieb den einmal rein. Und jetzt kann ich sagen, Belt ist Shift. Ich mach einmal so, zack. Dann komme ich aber nicht rechtzeitig an. Bin ich schnell genug? Keine Ahnung, was ich hier mache. Ich meine, das bringt mir ja auch nichts mehr wirklich, ne? Skull ist Shift. Ich muss irgendwas mit dem Skull machen. Skull ist. Push geht ja auch nicht. Sackbelt ist Push. Ich kann den einmal hier runterschieben. Schiff. Das geht halt zeitlich nicht. Ich muss eigentlich quasi jetzt hier schon dann irgendwie um die Ecke kommen. Thank you.
Das geht, okay. Belt and Box ist Kicke. Dann wird trotzdem Box ist Kicke gehen, okay. Das ist komisch. Also ich muss irgendwas mit dem End machen. Skull ist Shift. Schaffe ich es irgendwie, wenn ich hier dann runtergehe? Dass daraus dann irgendwie Meldes Push passiert? Ich glaube schon, aber ich weiß jetzt nicht. Nee, geht nicht wirklich. Dafür ist nicht genug Platz. Also ich muss irgendwie dafür sorgen, dass wenn ich da runtergehe, mir fehlt halt ein Stück. Dieses End ist halt das Komische. Erstmal das klassische Bild des Push. Und irgendwie Belt ist irgendwas in School. Moment. Ah, es wird vermutlich, wenn ich den da drunter schiebe, bringt das ja auch nichts, ne? Nö. Obwohl, schaffe ich es irgendwie? Das Komische ist halt, da steht End und dieses School ist Shift. Das heißt, damit muss ich irgendwas machen. Und das weiß ich noch nicht. Ups. Warte. Schaffe ich es irgendwie? Dieses Belt da rauszubekommen. Irgendwie dieses Wasser hier. Wo ist eigentlich hier das Water Sink ist? Ah, da unten. Okay,
Welt ist Shift. Push. Ich meine, gerade kann ich Texte darauf hauen, ne? Mit 6. Warte. Kann ich irgendwie sowas bringen? Der movte das dahin. Wir hatten, glaube ich, schon mal so ein ähnliches Rätsel, aber... Ich lasse das End mal offen. Nimm dafür das Shift mit. Holy smokes, es ist gerade schwer hinzubekommen. Ja, ich. Und schon haben wir verloren. Ich hoffe, das Husten ist nicht so unangenehm. Für euch. Ja. Es ist... Kickers Move. Moment, und zwar... Oh. Das will ich mal wissen. Und zwar... Oh, wenn das stimmt, ne? Wenn ich sage, Belt ist Shift, ich hau den hier rein und dann hau ich das hier rüber. Und sage, Belt ist Shift and Shift. Bedeutet das, dass er zweimal shiftet, wenn ich da drauf gehe? Actually, yes. Nice. Warum geht das dahin? Wall is level kommt bestimmt noch. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne positive Bewertung da. Und wir machen weiter in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao.